Das war für mich schon von Anfang an klar, als ich die Haarassistentin gemacht habe, dass ich nachher noch darauf aufbauen will, sonst wäre es für mich wie nicht fertig gewesen. Ich bin Simona Bianchi und ich habe bereits den Lehrgang zu der Haarassistentin bei der KHO Zürich Business School gemacht. Und jetzt vor ein paar Wochen den eidgenössischen Fachausweis zu der Heilfachfrau abgeschlossen. Erfolgreich. Danke. Ich finde es sehr vielseitig. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Aufgabengebiete. Also das ganze Administrative, aber halt auch der Kontakt mit den Leuten. Ich mache fast alles, von Recruiting, Eintritt, Austritt. Und. Also bis jetzt ist es mir in diesen 2,5 Jahren noch nie langweilig geworden. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also grundsätzlich hat mir alles gefallen. Also ich finde halt einfach auch alles interessant. Aber was einem vielleicht am meisten auch persönlich noch bringt, ist halt auch Arbeitsrecht. Es gibt halt gleich im Arbeitsalltag viele Fragen, die auf einen zukommen, die halt auch rechtlich heikel sind. Im Thema Interaktion, wo dann halt auch noch in Psychologie gegangen ist und halt wie man kommuniziert und die ganze Thematik über die Sozialversicherungen. Weil das ist ja auch ähnlich wie ein trockenes Thema, das vielleicht nicht jeder interessiert. Was mir auch noch mega viel gebracht hat, ist, dass wir auch die mündlichen Prüfungen gut geübt haben. Also gerade jetzt dich zu präsentieren, wie gestaltet man eine ansprechende Flipchart, wie steht man her, wie kommuniziert man am besten. Und ja, also hat mir recht viel gebracht. Wir sind auch mega coole Klasse gewesen, also hat schon von Anfang an einen guten Zusammenhalt gehabt. Jeder ist im gleichen Boot, hat das gleiche Ziel, hat einfach gepasst und so geht man ja auch gerne ja, in die Schule. Und die Lehrer da sind auch super gewesen, also haben immer gut den Stoff vermittelt, Fragen können beantworten. Wir waren auch nur 14 in der Klasse gewesen, und das finde ich von der Größe her super, weil wir haben lieber ein bisschen kleinere Klassen, weil so kann man persönlich auch ein bisschen mehr profitieren. Und ja, KV Business School finde ich eh super. Weil es halt einfach auch so modern ist, so zentral gelegen. Im Sommer auch Klimaanlage. Wo auch super ist zum Lernen. Weil wenn man einfach verschmachtet, das geht gar nicht. Und ich finde halt auch, wenn man das KV gemacht hat, ursprünglich, dann sollte man doch auch Weiterbildung im KV selber machen. So quasi zu diesen Wurzeln zurückgehen.